Moin Leute, Herbert hier und ein herzliches Willkommen hier zurück zum Let's Play Minecraft. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Die Welt lädt noch ein bisschen vor sich hin, aber ich denke mal, das ist halb so wild, das kriegt die Welt auch von alleine hin. Ich bin schon mal ein bisschen rumgegangen, um zu wissen, wo nochmal was ist. Ich habe die letzte Folge im Januar hochgeladen und bin ein bisschen baff darüber, dass die letzte Folge tatsächlich im Januar war, an die ich mich überhaupt nicht dran erinnern kann. Was ich auch gerade festgestellt habe, ist, dass wir ein Dorf in der Nähe haben. Ist uns das irgendwie untergegangen, dieses Dorf? Dass wir es bis dato nicht gesehen haben? Unter anderem haben wir einen Händler, der immer noch da ist. Aber das Dorf, Leute, das... Wir haben einen scheiß Dorf um die Ecke. Wieso ist uns das beim Bau nicht aufgefallen? Ich meine, ich hatte die Sichtweite auch nicht so hoch wie jetzt. Wir sind jetzt bei 32 Chunks, aber... Hier ist ein Dorf. In unserer Nachbarschaft, Leute, haben wir ein Dorf. Was ist jetzt los? Ach, es wird düster, Leute. Dann gehen wir pennen. Wir wollen ja ein bisschen erleben, ne? Gut, dann ist die erste Mission. Wir fahren zum Dorf, oder? Ich versuche jetzt übrigens auch immer regelmäßig Thumbnails zu machen. Ich weiß, ich bin da kein Profi drin, aber ich denke mal, es ist doch recht ansprechend, wenn man irgendein Foto sieht oder sowas gerade im Spiel läuft. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber ihr könnt mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Und dann würde ich sagen, bauen wir uns ein Boot und gehen mal in die Richtung der Dorfbewohner, oder? Habe ich genug Material für ein Boot? Nein. Aber ich habe Tropenholz dabei, das ist gut. Dann machen wir einmal das und dann haben wir ein Boot. Sehr gut. Zack. Neue Rezepte verfügbar. Ja gut, farbiges Boot, aber... Wir haben ein Eichenholzboot. Ich denke, das Eichenholzboot wird uns beschützen. Na klar, wir haben es bis jetzt nicht gesehen, weil es genau hinter dieser Mauer ist. Also hinter diesem Berg. Krass, dass mir das nicht aufgefallen ist. Vorsichtig hier runter, wir wollen ja nicht verletzt ankommen. Hoffentlich ist es ein friedliches Dorf. Ich kenne mich mit Dörfern nicht aus. Gibt es da unfriedliche Dörfer? Ich weiß es nicht. Wir sind da auch schon mal mit dem Boot raus, oder? Oder war das ein anderes Let's Play? Ich bin total, verwirrt gerade. Wir fahren zum Dorf und schauen nach, was da so gibt. Hier ist ein ganzes Dorf. Das gibt's doch gar nicht. Wieso haben wir das nicht gesehen gehabt bis jetzt? Dorf mit Dorfbewohnern. Oh, da brauche ich eure Hilfe. Ich kann die doch irgendwie dazu bringen, auf meiner Farm zu arbeiten und so, ne? Ich glaube, das ist schwieriger, als ich das gerade denke, aber wie cool ist das bitte? Das ist ungelogen unser erstes Minecraft-Dorf. Wie viele Folgen haben wir Minecraft gespielt insgesamt? Ich weiß es nicht, aber es ist unser erstes Dorf. Deswegen weiß ich auch nicht. Sind die jetzt happy to be here? Oder sind die... Hey, wir töten dich gleich. Fass uns nicht an. Ha. Ach, guck mal, was sie süß sind. Die haben voll die schöne Einrichtung. Das ist ja niedlich. Mit Tisch. Hier. Können sie sich setzen. Nicht schlecht. Jede Menge Schweine und Kühe. Natürlich auch hier. Und das sind normale Samen. Ich dachte, hier wären Kartoffeln bei oder so. Ich habe das mal gelesen. Eisengolems, natürlich. Ein Kartentisch. Sehr gut. Weiß ich nicht, wofür man den braucht, aber er ist da. Hier abgetrennte Bereiche. Eine Glocke. Eine Mietskatze. Was ist hier los? Ah, hier kann man tauschen. Leder gegen Smaragde. Und Smaragde... Der tauscht Leder gegen Smaragde? Und dann können wir... Wir tauschen alle Leder gegen Smaragde. Gut, das ist aber nicht schlecht, falls wir mal einen Smaragd brauchen, ne? Haben wir hier die Möglichkeit, Smaragde zu bekommen. Okay, der macht nichts. Also tauschen die gerne... Oh, Entschuldigung. Ich wollte ihnen hier keine Fackel hinsetzen. Also tauschen die gerne Leder. Ich weiß gar nicht, was das hier bringt, ne? Also,
Bis jetzt habe ich keine Ahnung, wozu dieser Pfeiltisch da ist. Oh weia, es leckt hier wie die Pest ohne Spaß. Ich weiß nicht warum. Oh. Vielleicht liegt es mit der direkten Aufnahme zusammen. Was ist hier? Oh, das sieht auch schön aus. Irgendwas lädt in diese Richtung. Irgendwas Großes. Das sieht ja auch episch aus, ne? Wahnsinn. Okay, weil hier in die Richtung lädt nichts. Ja, wer weiß. Wer weiß, wer weiß. Wir gehen mit den Chunks kurz runter. Ich habe keinen Bock, dass es immer so ein bisschen laggy ist. Ich weiß auch gar nicht, was das Problem ist. Aber ich denke mal, es liegt mit dem Shader zusammen. Ja, jetzt haben wir es nämlich nicht mehr. Sehr schön. Anscheinend kann auch die Simulationsreichweite sein. Ich weiß nicht, warum ich unbedingt 18 Chunks simuliert sehen möchte. Der tauscht Papier gegen Smaragde. Und Smaragde gegen leere Karten. Das ist so gesehen der Kartenhaino hier. Das finde ich gut. Dann ist das wahrscheinlich der Farmer. Wenn ich das richtig sehe. Und der tauscht Möhren gegen Smaragde und Smaragde gegen Brot. Und macht Kompost. Nicht schlecht. Das heißt, jeder hat hier eine Aufgabe, Leute. Sind Smaragde drin? Oh. Kartoffeln. Die Kartoffeln nehmen wir mit. Wir haben bei uns keine. Ne? Also Kartoffeln haben wir bis dato noch nie gefunden. Und ich denke mal, denen geht es so gut, dass sie uns ein paar Kartoffeln abgeben können. Die sehen jetzt nicht so verarmt aus. Oh, was ist das? Ein Buch. Bücher brauchen wir nicht. Sehr schön. Nice. Das ist unser erstes Dorf. Cool. Vielleicht sollten wir hier einen Steg drüber bauen. Zu unseren neuen Freunden. Macht's gut. Tschüss. Danke für die Kartoffeln. Muss ja irgendwie höflich bleiben, ne? Das Boot fährt, als ob es gehen würde. So. Ja gut, jetzt haben wir natürlich eine Anlaufstelle für, wie heißt es? Für uns. Und dann könnten wir natürlich einen schönen Hafen gebrauchen. Was natürlich geil aussieht, ist das hier. Guckt euch das mal an. Ist einfach eine Höhle. Und die sieht richtig cool aus. Naturell in den Stein gemeißelt. Vielleicht sollten wir da auch naturell weiter dran arbeiten, dass wir dann hier durchfahren, durch diesen gesamten Berg. Ne? Und dass wir hier hinten dann rauskommen und hier hinten so gesehen ein kleiner Hafen entsteht. Wenn man überlegt, dass wir das alles hier per Hand gemacht haben, bin ich schon ein bisschen stolz drauf. So. Zack. Sehr schön. Müssen wir mal gucken, wie wir hier einen. Also hier vielleicht so. Hier in der Ecke vielleicht so ein schönes Hafenhäuschen. Weiß ja nicht, was man da so bauen kann. Ich wollte jetzt auf jeden Fall mal schauen, dass wir die Kartoffeln anbauen. Ich glaube, das kann man, ja. Weil wir haben ja noch jede Menge Platz. Dass wir unsere neue Errungenschaft auch direkt anpflanzen können, ne? Was wir mit den ganzen Eiern machen, weiß ich übrigens noch nicht. Vielleicht schmeißen wir sie in die Weltgeschichte und die Hühner nehmen irgendwann die Weltherrschaft an sich. Das wäre auch noch eine gute Option. So, wir gehen nochmal ein bisschen buddeln, bis unsere Spitzhacken und so kaputt sind. Wir haben ja hier vorne unter uns eine gigantische Höhle entdeckt mit einem Monster, was ich nicht mehr sehen möchte. Es war nämlich nicht sehr höflich zu uns. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie das Vieh hieß. I Warden, glaube ich, hieß es, ne? Den hatten wir ja entdeckt. Ich weiß auch gar nicht mehr, wo er ist. Also, wenn wir ihn entdecken möchten nochmal, wüsste ich jetzt gerade aktuell nicht, wie wir zu ihm hinkommen, ohne zufällig wieder anzukommen. Jetzt müssen wir mal schauen, wo wir unsere Erkundung fortsetzen.
wir müssen ein bisschen rumtauchen, um in die entgegengelegten Teile unserer wunderschönen Karte zu kommen. Ich glaube, hier vorne ging es nämlich lang. Hier ist unser Lager hinter. Ja, nur zur Erinnerung. Wir haben ja ein Glaslager. Hier sieht man es. Dort kann man schön einmal in diesen wunderschönen Bereich reinschauen. Durch unser Lager. Das finde ich ganz cool. Was war das? Das klang irgendwie so ein Zombie, der nicht Zombie sein kann. Was ist hier los? Hä? Klang vor allem... Ja, Junge, wo bist du denn? Ich höre dich, ich sehe dich nicht. Großer. Direkt hops nehmen. Großer. Ja, dann sei da, wo du bist. Und komm nicht näher, ganz einfach. Was ist das? Es leuchtet. Braucht man es? Kann man es brauchen? Kann man es abbauen? Oder war das ein Material, was man nicht braucht oder nicht abbauen konnte? Bin mir da gerade ziemlich unsicher, weil ich es nicht mehr weiß. Hm. Was war das? Das war Kupfer. Ja, Kupfer ist jetzt nicht unsere Begierde, ne? Also wir brauchen schon Edelmetalle, Eisen... Diamanten wären auch noch ein Ding, was ich jetzt sagen würde. Hey, das stecken wir ein. Seht ihr den Enderman? Achtung. Wie geil er uns beobachtet. Von da hinten. So von wegen so, was macht ihr hier? Und er dreht die Augen weg, Leute. Geil. Herrlich. Finde ich gut. Das ist genau mein Ding. So. Hier geht's runter. Hier geht's sehr tief runter. Oh, hier unten geht's noch tiefer runter. Da müssen wir aber erst... Oh, fuck. Hier geht's zu tief runter. Leute, wir sterben. Alles gut, alles gut, alles gut, alles gut. Ich glaube, da hinten geht's nochmal runter. Das sah aus wie eine natürliche Treppe nach unten. Jetzt müssen wir mal gucken. Ist es das auch? Ja, da geht's runter, tatsächlich. Fuck. Das ist zu gefährlich, Leute, oder? Sollen wir? Na komm, wir gehen. Einmal gucken, ob wir was finden. Wenn nicht, gehen wir wieder. Ne, hier ist nix. Und aufsteigen, bitte. Danke. Und ganz schnell aufsteigen. Immer schneller, immer schneller. Danke. Boah. Puh. Okay, gut. Hier ist nichts. Nichts für unsere Begierde. Begierde. Creeper, mein Freund. Wir sind jung. Mensch. Explosive Stimmung wieder hier. Wo ist unser Schild eigentlich? Wir haben gar kein Schild mehr. So, jetzt hier unten lang. Da waren wir schon, aber... Der Drecksack, habt ihr gesehen? Die uns fertig machen wollte. Sehr schön. So, hier waren wir ja schon. Aber ich glaube, hier ist der Weg, den wir eben nicht mehr gehen sollten. Irgendwas war hier. Wieso haben wir auch nur zwei Fackeln dabei? Das ist wieder so ein Ding, was ich echt nicht verstehe. Wir haben Stöcke. Ohne Ende. Und wir haben kein bisschen Kohle dabei. Aber Kohle finden wir. Das ist halb so wild. Was ist hier? Hier ist ein Spawner. Wir hatten einen Spawner gefunden. Tatsache. Daraus wollten wir noch eine Falle bauen. Warum haben wir das bis dato nicht mehr gemacht, Leute? Weil wir wahrscheinlich nicht mehr bis dato online waren, ne? Das wird sich jetzt ändern. Wir ziehen Minecraft jetzt durch. Ich möchte es auch mal durchspielen. Habt ihr Minecraft durchgespielt? Ich nicht. Kein einziges Mal. Boah, hier unten ist aber düster, Alter. Hier höre ich auch was rumlaufen. Hört ihr das? Ganz leise krabbelt hier irgendeiner rum. Moment, wir machen mal die Dinger weg. So. Ja. Alles gut.
Easy. Easy, easy. Tamam, tamam. So. Ich dachte, ich hätte hier... Fuck. Was anderes als Kupfer gesehen. Das ist Kupfer. Was ist das? Das klang ähnlich wie Rohkupfer. Das ist Kupfer. Was ist das? Oh. Das ist ein Loch, Herbert. Wo Wasser herkommt. Ja, warte mal. Wenn das Rohkupfer ist. Ne? Also das. Was ist das? Okay, Kupfer hat zwei Texturen. Es gönnt sich einfach. Halb so wild. Wir brauchen aber definitiv kein Kupfer. Hier ist Schiefer ohne Ende. Schiefer ist auch sehr schönes Material. Kann man was mit anfangen, wenn man was damit bauen möchte. Ne? Hier ist Eisen. Zweimal. Naja, komm. Wie heißt es so schön? Man gönnt sich ja sonst nichts, ne? Dann nehmen wir auch zweimal Eisen. Würde ich behaupten. Oder? Das wäre ja auch nicht verkehrt. So, und wie es hier weitergeht, sehen wir im nächsten Part. Ja, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es geht euch gut. Schreibt es gerne in die Kommentare. Macht's gut und Tschüssikowski. Ciao, ciao.